Tagesordnungspunkt 11, Beratung des Antrags der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Genehmigungspflicht für die technische Unterstützung von Rüstungsproduktion im Ausland einführen. Erster Redner in der Debatte ist die Abgeordnete Heike Hensel von der Fraktion Die Linke. Rednerin, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, die Fraktion Die Linke hat gemeinsam mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen einen Antrag hier aufgesetzt, der zu keinem besseren Zeitpunkt als heute während des Besuchs des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland debattiert werden könnte. Denn während diesem Despoten von der Bundesregierung der rote Teppich ausgerollt wird, die halbe Stadt übrigens deswegen lahmgelegt und abgesperrt ist, wird es in den Gesprächen mit der Kanzlerin unter anderem auch um Rüstungsexporte und deutsche Technologie für türkische Panzer gehen, wie Berater Erdogans bereits wissen ließen. Präsident Erdogan unterdrückt nicht nur die Opposition im eigenen Land, sondern führt auch blutige Kriege in Syrien und im Irak, auch mit deutschem Kriegsgerät. Im Frühjahr überfiel die Türkei völkerrechtswidrig den Norden Syriens und die Region Afrin. Hunderttausende Kurden, Jesiden, Aleviten und viele andere wurden vertrieben. Die Bundesregierung hat dies bis heute nicht als völkerrechtswidrig verurteilt, trotz Dauerbesetzung von Afrin. Das alleine ist schon eine skandalöse Außenpolitik. Aber es kommt noch dicker. Dabei wurden auch Leopard-Panzer aus deutscher Produktion eingesetzt. Und nun gibt es aktuell Meldungen im Nachrichtenmagazin Stern von gestern, dass diese Panzer trotz dieses völkerrechtswidrigen Krieges anscheinend bereits aufgerüstet, also noch besser kriegstauglich gemacht werden, obwohl die Bundesregierung dies bisher doch immer dementiert hat. Das ist wirklich unfassbar. Diese Aufrüstung führt die türkische Panzerbaufirma BMC durch, mit der der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall in einem Joint Venture verbunden ist. Bisher gab es offiziell für diese Panzernachrüstung keine Genehmigung der Bundesregierung, aber Rheinmetall könnte hier ein Schlupfloch in der Außenwirtschaftsverordnung nutzen. Das betrifft in gleicher Weise den von Rheinmetall geplanten Bau einer ganzen Panzerfabrik in der Türkei und auch in anderen Ländern. Diese Gesetzeslücke ermöglicht es, Experten zur technischen Unterstützung eines Rüstungsunternehmens ins Ausland zu entsenden, ohne Genehmigung der Bundesregierung, sofern es sich nicht um chemische, biologische oder auch Atomwaffen handelt. Damit wäre also die Bundesregierung rein rechtlich aus der Verantwortung. Aber politisch ist die Bundesregierung natürlich verantwortlich, weil sie bis heute nichts gegen diese Gesetzeslücke unternommen hat und damit ermöglicht, dass Panzerfabriken mit deutscher Unterstützung in anderen Ländern wie Pilze aus dem Boden schießen. Dies muss endlich ein Ende haben, und genau deshalb bringen wir gemeinsam mit den Grünen diesen Antrag ein. Es kann doch nicht sein, dass Rheinmetall-Chef Pappberger im Tagesspiegel sagen kann, ich zitiere, wenn wir mit Partnern in der Türkei einen türkischen Panzer entwickeln und bauen, dann ist die Bundesregierung daran nicht beteiligt. Zitat Ende. Die Bundesregierung muss das Primat der Politik zurückholen und ihren Kniefall vor der deutschen Rüstungsindustrie beenden. Dies ginge auch relativ unkompliziert. Laut wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, das haben wir vorgeschlagen gemeinsam mit den Grünen, in der Außenwirtschaftsverordnung den Genehmigungsvorbehalt zu erweitern, der dann eben auch Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter umfasst. Dies wäre auch mit unserer Verfassung vereinbar. Das hat auch noch einmal eine Anhörung gestern im Wirtschaftsausschuss zu Rüstungsexporten ergeben. Damit besteht natürlich noch keine Garantie, dass die Entsendung von Rüstungsfachleuten dadurch auch aktiv verhindert wird, wenn man sich die laxe Genehmigungspraxis der Bundesregierung für Rüstungsgüter anschaut.
Aber zumindest muss der Bundestag hierüber informiert werden, und damit kann auch der öffentliche Druck erhöht werden. Für die Fraktion Die Linke gilt allerdings nach wie vor, nur ein Verbot ist ein wirksamer Schritt, um Rüstungsexporte und Export von Fachpersonal zur Rüstungsproduktion im Ausland zu verhindern. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Klaus-Peter Wiltsch für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, Frau Hensel, es ist ja immerhin lobenswert, dass Sie überhaupt zur Kenntnis genommen haben, dass gestern am Mittwoch eine Anhörung war zu diesem Thema, zu diesem Themenkomplex. Sie hätten halt doch mal zuhören müssen. Also was Sie hier vorgetragen haben, hat ja nichts mit dem, was wir dort lernen konnten, zu tun. Sie haben die Bereitschaft, also eine Anhörung zu beantragen, ist das eine, und die dann durchzuführen, ist alles gut. Aber wenn keine minimale Bereitschaft dabei da ist, zuzuhören und sich was sagen zu lassen von den Experten, die da eingeladen worden sind, dann können wir uns den Aufwand auch ersparen. Also wir hatten glücklicherweise diese öffentliche Anhörung, und ich möchte wirklich allen empfehlen, die an dem Thema interessiert sind, sich die nochmal in der Mediathek des Bundestages anzuschauen, denn die war wirklich erkenntnisstiftend, die war sehr informativ, und wir haben dort gute Informationen bekommen und vor allen Dingen eben feststellen können, es gibt keine Regelungslücke in Deutschland. Wenn wir das alles so zusammenfassen, was wir in diesen 2 Stunden gehört haben, können wir sagen, viele der Märchenstunden, die Sie ja immer veranstalten, sind überflüssig. Es ist uns in dieser Expertenanhörung bestätigt worden, dass die Regelungslücke nicht besteht und dass wir eine sehr restriktive Rüstungsexportpolitik in Deutschland betreiben. Dass Sie das nicht... Also wenn Sie einigermaßen lernbereit wären, liebe Kollegen von den Grünen und auch Sie von den Linken, wenn Sie einigermaßen lernbereit wären, hätten Sie eigentlich einen Antrag zurückziehen müssen heute. Denn es ist gestern nachgewiesen worden, dass es dafür überhaupt keinen Bedarf gibt in unserem Land. Wissen Sie, Frau Hensel, wenn Sie sich jetzt hier an den Türken abarbeiten, da kann man ja viele Gründe für haben. Ihre Co-Antragsteller sind immer noch leidenschaftliche Befürworter der Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU. Das haben wir ja nie als Union gemacht. Da müssen Sie eben das Thema mal wechseln. Aber versuchen Sie doch nicht, jedes Thema, was Sie stört, an dem Punkt Rüstungsexporte und Rüstungsexportkontrollpolitik aufzuhängen. Das ist wirklich ermüdend. Ich will einfach mal aufzählen, welche Ammenmärchen, die uns immer so erzählt worden sind in den vergangenen Jahren von der Linken im Bereich des Themas Rüstungsexportpolitik gestern entlarvt wurden, gestern entkräftet wurden. Rüstungsexportpolitik in Deutschland ist äußerst restriktiv, hat selbst die IG Metall bestätigt, die ja nun nicht, der Vertreter der IG Metall, die ja nun nicht im Ruche stehen, von uns bestellte Experten zu sein, sondern eher politisch häufig anders zu verorten sind. Ausdrücklich auf Befragen, ich zitiere es, auch wenn die Einschätzungen über die Genehmigungspraxis der Bundesregierung unterschiedlich sind, so bleibt doch festzuhalten, dass die Rüstungsexportkontrolle in Deutschland im internationalen Vergleich restriktiv gestaltet ist. So der O-Ton des Vertreters des Experten der IG Metall. Der renommierte Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, Professor Dr. Joachim Krause, räumte mit dem Märchen auf, dass Deutschland zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt geworden sei. Zitiere wiederum: Der Hinweis auf das finanzielle Volumen deutscher Rüstungsexporte ist ohne die entsprechende Kontextualisierung weitgehend sinnlos. Die Behauptung, wonach Deutschland drittgrößter Waffenexporteur der Welt sei, lässt sich nach einer kritischen Sichtung der verfügbaren und belastbaren Zahlen ohnehin nicht aufrechterhalten. Die Bundesregierung liefert einfach Zahlen, während das eben andere nicht machen. Und wenn Sie sich aber dann die Kriegsschauplätze dieser Welt anschauen,
dann auch das ist gestern in der Anhörung ausdrücklich so dargestellt worden von den Experten, werden diese Konflikte überwiegend mit chinesischen, russischen, ukrainischen oder iranischen Waffen ausgetragen. Deutsche Waffen spielen in diesen Konflikten überhaupt keine Rolle. Und diese Scheinriesenposition, auch das ist gestern deutlich geworden, die ist eben schnell mal entstanden, wenn zwei Schiffe weggehen, die mit einem großen Volumen gleich in einem Jahr zu Buche schlagen und deshalb auch wiederum die statistische Wahrnehmung verzerren. Wenn Sie ein bisschen zugehört haben, hat Dr. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesagt, dass unsere inkonsistente, weil zu restriktive Exportpraxis den eigenen politischen Zielen und Interessen Deutschlands schadet. Deutsche Rüstungsexporte sind essentiell, um die heimische Rüstungsindustrie zu erhalten, wiederum wörtliches Zitat. Diese wiederum ist wesentliche Grundlage der eigenen militärischen Handlungsfähigkeit. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, der von mehreren hervorgehoben wurde. Das gewünschte Zusammenwachsen der EU im Verteidigungsbereich ist ohne die Möglichkeit, dass sich deutsche Unternehmen an Rüstungskooperationen und gemeinsamen Exporten beteiligen, praktisch nicht mehr möglich. Deutschland hat keine politische Gestaltungsmöglichkeit mehr in diesem Prozess, weil seine Industrie schrittweise verliert. Das alles riskieren wir und man kann das ja alles wollen. Man kann sagen, wir brauchen keine Soldaten und keine Armeen. Wir von der Union sind leidenschaftlich dafür, dass wir eine eigene Armee unterhalten, weil wir wissen, wer keine eigene Armee hat, hat eine Fremde im Land. Und dass man im Bündnis auch bündnisfähig sein muss und da etwas einbringen können muss, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. In Frankreich, so zitiere ich erneut, ist ein enormer Vertrauensverlust in die Ernsthaftigkeit der deutschen Absichten zu beobachten. Die derzeitige Debatte um Exporte in Deutschland lassen in Paris Zweifel aufkommen, ob Berlin der richtige Partner ist. Ich erinnere an das Beispiel, was uns genannt wurde. Hubschrauberei geht nicht rein militärisch. Das ist immer ein Dual-Use-Projekt. Und da musste eben der Airbus-Konzern, ein Redesign machen, weil ein deutscher Schleifring, der eingebaut war in den Hubschrauber, keine Exportgenehmigung gekriegt hat. Und so arbeiten Leute nicht mehr mit einem zusammen, wenn man sich so anstellt und so schwieriger Geschäftspartner ist, dann sagen sie eben lieber gleich German Free und wir machen das allein und sonst wo. Das Ergebnis wäre, dass wir selbst irgendwo in der Welt unsere Waffen einkaufen müssen, weil wir mit unserer geringen Nachfrage unmöglich Spitzentechnologie in nötigen Losgrößen abnehmen können als Bundeswehr. Da brauchen wir eben die Losgrößen und die gibt es nur, wenn auch der Export prinzipiell offen ist, in dem Rahmen, in dem wir ihn gestellt haben, nämlich in einen sehr restriktiven. Auf ausdrückliche Frage, ob es eine Regelungslücke gibt, ob hier Bedarf ist für ein Kriegswaffenkontrollgesetz, ein Kriegswaffenexportgesetz im Parlament zusätzlich, ist von mehreren Experten bestätigt worden. Es gibt keine Regelungslücke. Der Spielraum zwischen exekutivischem Kernbereich und der Möglichkeit, das Parlament zu gestalten. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Es ist ja auch schlimm, dass Sie 2 Stunden wiederholen muss, weil die Kollegen nicht zugehört haben. Also, aber wie gesagt, gucken Sie sich noch mal an, die Anhörung. Und ich kann Ihnen nur sagen, ziehen Sie Ihren Antrag zurück, Ihren gemeinsamen, in welche Gesellschaft Sie sich da begeben. Da müssen Sie sich so mal Gedanken drüber machen, ob das richtig ist. Wir wollen das nicht. Und wir als Union stehen sowohl zu unserer Armee wie auch zu unserer eigenen Rüstungsindustrie und glauben, dass wir die weiterhin brauchen und sie nicht weiter kujonieren dürfen mit überzogenen Forderungen. Dankeschön. Kollegin Hensel erhält Gelegenheit für eine Kurzintervention. Also Herr Wilsch, Sie haben natürlich jetzt viel erzählt, aber eigentlich auch nicht Substanzielles zu dem Problem, das es eigentlich ging. Und natürlich gibt es eine Gesetzeslücke und Sie zitieren eben Ihre Experten. Es waren aber mehr Experten dort. Das ist natürlich ein grundsätzliches Problem der Anhörung, dass jede Fraktion Experten einlädt, Expertinnen einlädt und dann gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Und da müssen Sie schon das gesamte Spektrum hier nennen und sich nicht nur auf Ihre berufen. Und ich frage mich, ob es für Sie als verantwortlicher Parlamentarier eigentlich
ein akzeptabler Zustand ist, dass deutsche Rüstungskonzerne zum Beispiel, ohne dass wir überhaupt irgendwie damit befasst sind, geschweige denn die Bundesregierung, in der Türkei, in Algerien Panzerfabriken bauen, Töchter dann von Rheinmetall zum Beispiel Bomben bauen in Sizilien, in Südafrika, diese nach Saudi-Arabien schicken. Das läuft alles hier vorbei an Bundesregierung, an Parlament. Halten Sie das für einen akzeptablen Zustand, währenddessen diese Bomben dann zum Beispiel im Jemenkrieg verwandt werden? Dass hier wir Meldungen bekommen, dass deutsche Panzer vor Ort in der Türkei aufgerüstet werden und in dem Krieg, blutigen Krieg, eingesetzt werden und Sie davon nichts mal wissen? Ist das Ihr Verständnis von Parlamentarier, von Abgeordneter? Darauf hätte ich gern mal eine Antwort. Kollege Welsch. Frau Hensel, also Sie werden uns schon nachsehen, dass wir auch Experten benennen, die was verstehen von der Sache und nicht rein Ideologen, wie Sie das getan haben. Ich fand das schon bemerkenswert in der Anhörung, dass außer einem Waffensinn Pfui-Bär ja nichts Substanzielles von Ihrer Expertin kam. Und dass sie aber auf Nachfragen dann selbst einräumen musste, dass sie eben nicht weiß, welche Konflikte beispielsweise in Afrika von deutschen Waffen eingeheizt werden, wie immer wieder gern behauptet wird. Ich denke, Sie sollten sich neben dem Zuhören lernen in so Anhörungen auch mal ein bisschen in die Texte vertiefen. Da werden Sie feststellen, dass auch heute schon der Technologietransfer in Teilen natürlich genehmigungsbedürftig ist und nicht automatisch genehmigt ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Technologietransfer jetzt so läuft, dass da einer in der Badehose dann dahin fliegt und das, was er im Kopf hat, alleine dazu nutzt. Wenn das irgend nur eine Anmutung von offizieller Zusammenarbeit hat, ist es genehmigungsbedürftig und ist strafbewehrt, wenn ein Verstoß dagegen vorgenommen wird. Und was die Frage, ob wir uns das weiterhin gefallen lassen, dass die Regierung handelt, sage ich Ihnen, ja, das lassen wir uns gefallen. Das ist die Kompetenzzuweisung unseres Grundgesetzes. Die weist der Regierung ausdrücklich einen exekutivischen Kernbereich zu. Und wir haben weitreichende Parlamentskontrollen. Wir diskutieren nach jeder einzelnen Entscheidung des Bundessicherheitsrats, weil berichtet wird, hier uns anschließend eine Aktuelle Stunde gibt. Wir haben den Halbjahresbericht und wir haben den Jahresbericht, den es jetzt schon vor der Sommerpause des Folgejahres gibt. Da wird jede einzelne Patronenhülse dreimal diskutiert hier, dieses Parlament. Da ist genügend Gelegenheit, all den Quatsch, den Sie hier ständig äußern wollen, zu äußern. So, dann fahren wir fort in der Debatte. Als Nächster redet der Abgeordnete Steffen Cottré für die Fraktion die AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Linken und Grüne wollen die Rüstungsexporte weiter einschränken. Mit einem Genehmigungsvorbehalt sollen Joint Ventures wie das jetzt von Rheinmetall und einem türkischen Unternehmen verhindert werden. Auch wir wollen, dass Rüstungsexporte nur an sichere Staaten erfolgen dürfen. Auch wir wollen nicht, dass mit deutschen Waffen unschuldige Menschen getötet werden oder Krisen und Kriegsgebiete angefacht werden. Also keine Waffen natürlich in Krisengebiete und Kriegsgebiete. Wir wollen aber auch nicht in Hysterie verfallen. So gibt es zum Beispiel nicht, wie immer behauptet wird, eine Verbindung von deutschen Rüstungsexporten und Flüchtlingsströmen. Die Bundesrepublik Deutschland muss sich verteidigen können. Und das ist ein grundgesetzliches Recht. Und zur Verteidigung gehört auch die Produktion eigener Rüstungsgüter. Die eigene Rüstungsproduktion ist ein elementarer Bestandteil der Verteidigung. Die eigene Rüstungsindustrie sichert eine für den Steuerzahler kostengünstige und effektive Verteidigung und Wehrsouveränität. Rüstungsimporte dagegen würden die Verteidigungsfähigkeit herabsetzen, weil man selber nicht mehr über Wartung, über Pflege oder Ersatz Teillieferungen bestimmen könnte. Rüstungsgüter made in Germany nutzen der Bundeswehr und ihrer verbündeten Armeen. Doch die Rüstungsindustrie kann allein von der Bundeswehr nicht leben.
Wenn wir unsere wehrtechnischen Schlüsseltechnologien behalten wollen, dann sind wir gezwungen zu exportieren. Und Rüstungsexport ist erst einmal für sich genommen weder gut noch schlecht. Erst der Einsatz dieser Güter bedingt eine Bewertung. Und so können Waffen terrorisieren, sie können aber auch zur Beendigung von Konflikten beitragen, wie zum Beispiel in Syrien gegen den IS. Deutschland hat sehr restriktive Rüstungsexportgesetze. Wir haben einen Stand erreicht, bei dem deutsche Waffen in den Krisenherden dieser Welt seltener vertreten sind als Waffen anderer Staaten. Jede weitere Restriktion würde dazu führen, dass unsere Rüstungsindustrie abwandert oder, wie heute schon erwähnt, die Zusammenarbeit in internationalen Projekten nicht mehr möglich ist. Denn bei weiteren Restriktionen würden sich europäische Partner andere Partner suchen. Dann würde Deutschland Gefahr laufen, in Isolierung zu geraten. Und was ich an dieser Stelle vermisse, das ist eine deutsche und europäische Strategie zum Schutz deutscher und europäischer Rüstungsindustrie und der damit zusammenhängenden Schlüsseltechnologien. Wie wir in der Anhörung auch hören konnten, ist es geboten, eine solche Strategie schnell auf die Schiene zu bekommen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in die Abhängigkeit anderer Staaten gelangen wollen, die über unsere Verteidigung dann bestimmen. Das wollen wir nicht. Aber leider, diese Tatenlosigkeit hier auf diesem Gebiet schließt sich ja an die Tatenlosigkeit auf anderem Gebiet. Die Bundesregierung versäumt es ja auch, die nationalen Interessen ausreichend zu formulieren und wahrzunehmen, wenn es darum geht, dass Unternehmenskäufe von ausländischen Unternehmen hier in deutsche Schlüsseltechnologie hinein verboten wird. Ich erinnere an die Drucksache 19645. Dort gibt es von der Bundesregierung leider nur einen lapidaren Hinweis auf das Außenwirtschaftsrecht, welches ein Verbot hier vorsieht, aber das hilft ihnen nicht, wenn es nicht zur Anwendung gelangt. Andere Staaten schützen ihre Schlüsseltechnologie. Warum sollen wir das nicht tun? Wir haben ein Recht dazu. Das ist legitim. Nun wollen auch wir nicht, dass die Türkei deutsche Waffen erhält. Sie ist völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert. Und Erdogan macht leider nicht den Anschein, dass er also seine Außenpolitik auch wirklich nur politisch umsetzen will und nicht auch militärisch. Und deshalb sagen auch wir, dass der Bau dieser Panzerfabrik in der Türkei gestoppt werden soll. Da gibt es dann darüber hinaus natürlich die Gefahr des Know-how-Abflusses. Und ja, ich weiß jetzt nicht an dieser Stelle, ob die Bundesregierung wirklich Handhabe dazu hat, aber sie sollte auf jeden Fall sich dafür einsetzen, dass das gestoppt wird. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Karl-Heinz Brunner für die SPD. Sehr verehrter Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja jetzt einige Reden zu diesem Tagesordnungspunkt gehört und ich war ein bisschen überrascht darüber, dass wir von der Kollegin Hensel, die ja mit den Antrag eingebracht hat, überwiegend die Frage der Türkei und der Rüstungsexporte gehört haben, dass der Kollege Wilsch zur Anhörung gesprochen hat. Und heute haben wir auf der Tagesordnung eigentlich einen Antrag von Linken Grünen zur Genehmigungspflicht für technische Unterstützung von Rüstungsproduktion im Ausland, im Volksmund Joint Venture genannt. Und dazu möchte ich eigentlich gerne sprechen, weil ich denke, dass der Ansatz, den Linke und Grüne mit diesem Antrag haben, sicherlich nachdenkenswert ist und unser Bundeswirtschaftsministerium, die Bundesregierung, auch gerade im Hinblick auf unseren Koalitionsvertrag, der ja sagt, Schärfung des Rüstungsexports zu einer Lösung angeben kann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben aber drei Komponenten dabei zu berücksichtigen. Wir haben einmal die industriepolitische Komponente zu berücksichtigen. Die industriepolitische Komponente, die jeder von uns, der einen Rüstungsbetrieb oder einen sicherheitspolitischen Betrieb oder einen Betrieb der Luftfahrt in seiner Region hat,
nicht nur erlebt, sondern diskutieren darf, mit den Betriebsräten, mit den Unternehmern, mit der Frage der Arbeitsplätze und der entsprechenden Weiterentwicklung und der Konversion zu anderen Arbeitsplätzen. Und wir sind alle uns im Klaren in der Bundesrepublik Deutschland, deshalb ist es vermutlich auch derzeit immer noch beim Wirtschaftsministerium angesiedelt, dass der Erhalt von hochqualitativen Arbeitsplätzen in diesem Land eine hohe Aufgabe ist, der wir uns stellen und die wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen dürfen. Wir haben aber, meine Kolleginnen und Kollegen, eine zweite Komponente, die wir zu berücksichtigen haben. Das ist die wissenschafts- und technologieorientierte Komponente. Nur mit guten Unternehmen, mit guter Forschung, mit guter Entwicklung, mit hervorragender Leistung unserer Ingenieure und unserer Akademiker kann der Technologievorteil der Schlüsseltechnologie, auch der Sicherheitstechnologie in der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden. Und wir haben die dritte Komponente, werte Kolleginnen und Kollegen, unsere eigene sicherheitspolitische Komponente. Wer möchte wohl in diesem Hause in der Sicherheitsfrage bei der Ausrüstung seiner eigenen Armee, seiner eigenen Luftwaffe, seinem eigenen Heer allein auf Material, auf EDV, auf Inhalte, auf Sicherheitskomponenten nur aus anderen Ländern angewiesen sein. Gerne will man auch hier Herr im eigenen Haus sein. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es nicht so einfach, jetzt zu sagen, bei industriepolitischer, wissenschafts- und technologiepolitischer und sicherheitspolitischer Komponente, jetzt machen wir eine einfache, klare Lösung, wir verbieten das alles und damit ist alles weg. Dann sind die Arbeitsplätze weg, dann sind die universitären Arbeitsplätze weg, dann ist die Wirtschaftskraft weg, dann ist die Sicherheitspolitik weg. Und deshalb glaube ich, ist es ganz richtig, wie im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dass wir unsere Rüstungsexportkontrolle als notwendig zu schärfen haben und dass wir weitere Verschärfungen als solche vornehmen müssen. Vornehmen müssen, insbesondere um den Bereich des Joint Ventures in den Griff zu bekommen. Werte Kolleginnen und Kollegen, es kann nicht sein und ich halte es nicht für richtig, dass es Schlupflöcher geben kann und die gibt es, dass deutsche Unternehmen Wissenstransfer in andere Länder vornehmen und in diesen anderen Ländern dieses Wissen nutzen, das wir mit guten Steuergeldern und vor allen Dingen mit unseren guten Menschen als solches unterstützt haben. Man kann sicherlich der Auffassung sein, dass die Entscheidungen des Bundessicherheitsrats, weil Joint Venture zum Teil genehmigungspflichtig ist, ausreichen würde. Ich glaube aber, dass auch gerade hier in unserem ureigensten Interesse, deutsche Sicherheitspolitik zu gestalten, in unserem ureigensten Interesse, Sicherheitstechnologie im Lande zu behalten und in unserem ureigenen Interesse, Industriepolitik in dem Land zu betreiben, es auch Regelungen bedarf, die höher sind als allgemeine Grundsätze. Ob das jetzt ein Gesetz, eine Verordnung oder sonst was sein muss, lasse ich jetzt mal offen. Man muss darüber nicht nur nachdenken, man muss es machen, denn im Zuge dieser Diskussion, glaube ich, können wir zu guten Ergebnissen kommen, unsere Arbeitsplätze zu stärken, unseren Technologiestandort zu stärken und gleichzeitig Sicherheitspolitik in diesem Lande als mit einer Wertigkeit zu belassen. Ich weiß, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass in all diesen Fragen manchmal länger, manchmal kürzer diskutiert wird und der Fortschritt in der Regel als Schnecke gilt. Dies wird auch in diesem Fall so sein. Und dennoch sind wir in Deutschland eigentlich doch regelrechte Sprinter gewesen jetzt im Vergleich zu unseren europäischen Partnern, wie wir Rüstungsexportkontrolle durchgeführt haben, wie wir Transparenz erreicht haben, wie wir, und das sage ich mit Stolz, mit sozialdemokratischer Beharrlichkeit und mit den in Kontinuität Außenminister Sigmar Gabriel, Außenminister Heiko Maas und nunmehr auch mit den Erklärungen unseres Vizekanzlers und Finanzminister Olaf Scholz europäische, deutsche Sicherheits- und Rüstungsexportpolitik machen. In dem Sinne glaube ich, dass der Auftrag gut ist, mit diesem Antrag in die Diskussion einzutreten, vernünftige Ergebnisse zu erreichen, um die drei Ziele, die ich sagte, zu erreichen, Industriepolitik, Wissenschafts- und Technologiepolitik und unsere sicherheitspolitische Komponente. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion der FDP ist die Kollegin Sandra Weser. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag der Linken und der Grünen Fraktion zielt darauf ab, § 49 der Außenwirtschaftsverordnung zu erweitern und einen weiteren nationalen Genehmigungsvorbehalt einzuführen. Es lohnt sich natürlich immer, darüber zu diskutieren. Aber um ehrlich zu sein, ich habe große Zweifel, ob die Forderung des Antrags hier die richtige Herangehensweise ist. Denn wir müssen uns ja mal die Frage stellen, ob es immer noch zeitgemäß ist, Rüstungsexporte und technische Unterstützung von Rüstungsproduktion rein national zu betrachten und außerdem zu bewerten. Globalisierung und weltweite Lieferketten sind mittlerweile überall Standard. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass auch die Verteidigungsindustrie in Zukunft daran nicht vorbeikommen wird. Und dafür ist aber unser nach wie vor in erster Linie sehr national ausgerichtetes Rüstungsexportrecht nicht gemacht. Und hier besteht tatsächlich Änderungsbedarf. Meiner Meinung nach ist es aber eine totale Illusion zu glauben, dass rein national aufgestellte Unternehmen hier noch wettbewerbsfähig sein können. Ich bleibe dabei, eine deutsche Verteidigungsindustrie wird es in Zukunft entweder in einem europäischen Rahmen geben oder es wird es überhaupt nicht mehr geben. Und dem müssen wir uns bewusst sein. Auf dieser fundamentalen Herausforderung gibt der vorliegende Antrag keine Antwort. Und in diesem Antrag soll lediglich ein konkreter Fall durch ein allgemeines Gesetz geregelt werden. Und das ist ein Ansatz, dem freie Demokraten grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen. Gesetze sind keine Einzelfallregelungen. Und die heute relevanten Fragen der Rüstungsexportpolitik lassen sich weder rein national noch rein juristisch lösen. Wir müssen auf europäischer Ebene für eine gemeinsame politische Linie werben. Und Herr Wilsch hat es eben, wenn auch ein bisschen polemisch, ja schon erzählt, was gestern in der Anhörung im Wirtschaftsausschuss deutlich wurde. Um Rüstungsexporte oder auch Rüstung im In- und Ausland generell bewerten zu können, muss systematisch und empirisches Wissen über die Folgen und die Auswirkungen von Rüstung erarbeitet werden. Und nur so kann eine fundierte Bewertung stattfinden. In Ihren üblichen Anträgen und Debatten wuchern leider immer Ideologie und weniger systematisches Wissen mit. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir wollen eine strikte Rüstungsexportkontrolle. Wir halten es aber nicht für wünschenswert, die Rüstungsexportkontrolle so zu organisieren, dass es am Ende überhaupt nichts mehr gibt, was es zu regulieren und zu kontrollieren gibt. Und deshalb werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. Vielmehr halten wir es für sinnvoll, dem Vorschlag aus der Anhörung zu folgen. Lassen Sie uns doch ein Forschungsprogramm zur empirischen Erhebung auf den Weg bringen und damit eine gemeinsame Wissens- und Entscheidungsgrundlage für die Zukunft erstellen. In dieser Debatte sind mit Sicherheit schwierige Abwägungsprozesse notwendig und zu bestreiten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Ausweitung auf ein funktionierendes europäisches Rüstungssystem und entsprechende Kontrolle ein lohnendes Ziel ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Katja Keul für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Wilsch, wenn Sie gestern wirklich so gut zugehört hätten, wie Sie behauptet hätten, wäre Ihnen aufgefallen, dass alle Experten, auch die Ihren, sich in einer Sache einig waren, nämlich, dass dies eine sicherheitspolitische Debatte ist. Wenn es danach ginge, würden Sie hier gar nicht reden zu dem Thema, sondern Ihre Kollegen aus der Außen- und Sicherheitspolitik, die ich hier leider heute gar nicht sehe. Aber zum Thema. Man muss in dieser Debatte ja mal Rheinmetall wirklich dankbar sein. Dankbar, dass Sie es mit Ihrer skrupellosen Exportstrategie so übertrieben haben, dass wir alle quasi mit der Brechstange auf eine Lücke im deutschen Exportkontrollrecht aufmerksam geworden sind, die uns vorher gar nicht so bewusst war. Inzwischen kennen wir die Wege, auf denen deutsches Recht umgangen wird: Sardinien, Türkei, Südafrika, Saudi-Arabien. So berichtete uns die ARD über einen Vorfall im Jemen, bei dem ein ganzes Dorf bombardiert und viele Zivilisten, ganze Familien ums Leben gekommen sind. In den Trümmern fanden Mitarbeiter einer jemenitischen Menschenrechtsorganisation Bombenteile mit dem Code des Herstellers RWM Italia, Rheinmetall Weapon Munition.
Die Bundesregierung fühlt sich nicht zuständig, weil diese hundertprozentige Tochter von Rheinmetall die Munition ja in Sardinien produziert. Ein anderes Beispiel sind die Pläne von Rheinmetall, sich am Bau einer Panzerfabrik in der Türkei zu beteiligen, damit der arme Erdogan nicht immer von Genehmigungen der Bundesregierung abhängig ist, wenn er moderne Panzer braucht und diese ohne nervige Auflagen auch für völkerrechtswidrige Angriffskriege und Menschenrechtsverletzungen einsetzen kann. Hier führt der Weg über ein Joint Venture, diesmal mit der türkischen Fahrzeugfabrik BMC, deren Eigentümer Mitglied des Parteivorstandes der AKP ist und über gute Beziehungen zu Erdogan verfügt. Diese Eigenproduktion von Panzern durch die Türkei mit finanzieller Unterstützung aus Katar und die geplanten Weiterexporte in die Region des Nahen und Mittleren Ostens bedrohen nicht nur Menschenrechte in Krisenregionen, sondern gefährden auch unsere eigenen deutschen Sicherheitsinteressen. Diesen Kontrollverlust beim Export sicherheitsrelevanter Technologie kann und darf die Bundesregierung nicht einfach hinnehmen. Statt gleich zu Beginn klar Stellung zu nehmen, spielt die Bundesregierung bis heute Vogelstrauß nach dem Motto: Kopf in den Sand, geht mich nichts an, ich bin ja nicht zuständig. Sie sind aber zuständig für die Sicherheitsinteressen dieses Landes. Die Standardantwort, die Sie uns an der Stelle immer geben, wir genehmigen im Einzelfall nach Recht und Gesetz und so weiter, reicht eben nicht aus, wenn es kein entsprechendes Gesetz gibt. Das Zauberwort heißt technische Unterstützung und umfasst jeden nicht verkörperten Technologietransfer. Wenn also deutsche Ingenieure ins Ausland entsandt werden und dort mitwirken an der Entwicklung von Kriegswaffen ohne irgendwelche Blaupausen im Gepäck, dann bedarf das keiner deutschen Genehmigung. Ganz anders übrigens als in Frankreich oder den USA, die da überhaupt keinen Spaß verstehen, wenn ihre eigenen Staatsbürger wehrtechnisches Know-how verkaufen. Nur bei uns ist diese technische Unterstützung genehmigungsfrei, selbst bei der Produktion von Kriegswaffen. Das verstehen einige Hersteller wie Rheinmetall als Einladung, ihre Kriegsgerätschaften im Ausland fertigen zu lassen und ihr Personal dorthin zu versenden, wenn sie wissen, dass sie für die unmittelbare Lieferung aus Deutschland keine Genehmigung erhalten würden. Kurz gesagt, made by Germans statt made in Germany. Und da moralische Appelle an Rheinmetall ganz offensichtlich sinnlos sind, müssen wir eben gesetzlich nachsteuern. Unser Antrag zeigt, wie diese Lücke geschlossen werden kann. In § 49 der Außenwirtschaftsverordnung ist technische Unterstützung bereits für andere Fälle geregelt. Hier müsste nur ein Halbsatz ergänzt werden, der die Rüstungsproduktion in Drittländern betrifft. Das hat uns auch gestern in der Anhörung im Wirtschaftsausschuss der ehemalige Präsident, Herr Wilsch, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Ausfuhrwirtschaft, Herr Dr. Wallraff, bestätigt. Ist ja dann offensichtlich auch einer der vielen Ideologen aus Ihrer Sicht. Ich hoffe, dass Sie diesem auch zugehört haben. Scheinbar nicht. Wir könnten darüber hinaus auch von den Amerikanern lernen und die Mitwirkung eigener Staatsangehöriger an Exporten von Kriegswaffen durch ausländische Tochterunternehmen unter Strafe stellen. Wir könnten auch Konzerngesellschaften in die gesetzliche Pflicht nehmen, Rüstungsexporte ihrer Tochtergesellschaften zu unterbinden. Seit 2 Jahren kennen wir diese Regelungslücke und bis heute haben wir nicht das geringste Argument von der Bundesregierung gehört, warum sie nicht im eigenen Interesse, im Sicherheitsinteresse dieses Landes diese Regelungslücke schließt. Sie müssen jetzt trotzdem zum Ende kommen. Ich höre immer, Sie wollen mehr Verantwortung übernehmen, dann tun Sie das endlich. Sich an dieser Stelle wegzuducken, ist schlicht verantwortungslos. Und der letzte Redner in der Debatte ist Bernhard Loos für die Fraktion der CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kennen Sie den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier", liebe Linke und Grüne? Ein Film, in dem sich ein Ereignis immer und immer wiederholt. Die Argumente kommen ausreichend, keine Angst. Ein Film, in dem sich ein Ereignis immer und immer wiederholt. Die meisten beteiligten Personen dies aber nicht wahrnehmen wollen oder können. Auch die heutige Debatte hat leider starke Züge davon. Denn Sie von den Linken und von den Grünen erkennen offenbar nicht, dass Sie in einer Dauerwiederholungsschleife sich befinden. Immer wieder aufs Neue das gleiche Thema, immer wieder mit den alten, gleich falschen Argumenten. Das nervt. Aber Nerven ist offensichtlich der einzige Inhalt Ihres Politikverständnisses. Was aber wirklich ärgerlich ist, ist doch, dass Ihre grundsätzlichen Forderungen bereits enthalten waren in Ihren Bundestagsanträgen 19-1173 und 19-1177.
Diese Anträge wurden von CDU, CSU, SPD und FDP bei Enthaltung der AfD bereits im Wirtschaftsausschuss abgelehnt. Aber, meine Damen und Herren von der links-grünen Opposition, ständige Wiederholungen ändern an der Sache nichts, machen Ihre Forderungen auch nicht richtiger. Gerne wiederhole ich Ihnen unsere Position. Hören Sie gut zu, dann können Sie uns weitere Wiederholungen ersparen. Unsere heutige Rüstungsexportkontrolle ist ausreichend. Wir brauchen kein zusätzliches Rüstungsexportkontrollgesetz. Wir brauchen kein generelles Verbot des Exports von Rüstungsgütern. Wir brauchen keine Verschärfung des Paragraphen 49 des Außenwirtschaftsverordnung, worauf Sie in Ihrem heutigen Antrag abzielen. Die Bundesregierung betreibt auf der Grundlage der geltenden Regelungen eine verantwortungsbewusste Rüstungsexportpolitik, die einen Ausgleich schafft zwischen notwendiger strenger Exportkontrolle, der Wahrung der außen- und sicherheitspolitischen und auch wehrtechnischen Interessen unseres Landes sowie der Wahrnehmung der wachsenden sicherheitspolitischen Verantwortung Deutschlands in der Welt. Unser Verhältnis zur Türkei. In Wirklichkeit geht es Ihnen doch überhaupt nicht um eine angebliche Lücke in der Außenwirtschaftsverordnung. Sie wollen die Bundesregierung gerade jetzt natürlich im Zusammenhang mit dem Besuch des türkischen Präsidenten populistisch anprangern. Das ist zutiefst heuchlerisch, gerade von Ihnen. Wer wollte denn bis vor kurzem sogar den vollen EU-Beitritt der Türkei? Das waren doch Sie. Das ist Ihnen jetzt wohl unangenehm. Bei allen politischen Differenzen, dazwischen reden können Sie anders mal, bei allen politischen Differenzen, die unsere Bundesregierung offen auch in Menschenrechtsfragen anspricht, hat Deutschland ein Interesse an den Beziehungen zur Türkei, vor allem auch im sicherheitspolitischen Bereich. Einfach mal zuhören, dann nimmt man auch was auf. Die Türkei ist und bleibt unser Partner in der NATO in einer sicherheitspolitisch fragilen Region. Ihr Antrag ist rechtlich höchst fragwürdig. Mit Ihrem Antrag wollen Sie doch letztlich eine Einzelfallregelung treffen. Sie nennen sogar explizit die betroffenen Firmen. Auch, wie jeder Erstsemesterjurist natürlich auch weiß, ist es unzulässig. Weiter schreiben Sie in Ihrem dünnen Antrag, ich zitiere: Experten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages haben in zwei Gutachten festgestellt, dass eine Erweiterung des Genehmigungsverfahrens aus § 49 der Außenwirtschaftsverordnung für technische Unterstützung bezüglich chemischer, atomarer und biologischer Waffen mit dem Zusatz Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern mit dem Unionsrecht und der Verfassung vereinbar wäre. Ich habe mir die Mühe gemacht, tatsächlich, und die beiden Gutachten wirklich gelesen. Und oh Wunder, steht ganz was anderes drin. Vielleicht habe ich was anderes gelesen. Ihr zitierter Antragssatz geht nämlich nach einem Komma so weiter. Ist mangels diesbezüglicher Rechtsprechung die Verhältnismäßigkeit solcher Maßnahmen ungeklärt und eine abschließende Feststellung daher nicht möglich? Können Sie auf Seite 16 nachlesen, letzter Satz des Gutachtens. Das ist dann auch das wirklich abschließende Fazit des Gutachtens. Schon zuvor heißt es aber, ich zitiere, es kann nicht, dieses Wort nicht wichtig, abschließend festgestellt werden, ob ein nationaler Genehmigungsvorbehalt für die technische Unterstützung der Entwicklung und Produktion von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in Drittstaaten durch deutsche Staatsbürger und Inländer mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Ebenfalls auf Seite 16. Im Vorteil ist, wer lesen kann. Oder Sie hatten wieder Märchenstunde. In dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, das Ihren Antrag angeblich stützen soll, heißt es weiter, ein Verbot bzw. ein Genehmigungsvorbehalt für die Mitwirkung deutscher Staatsbürger und Inländer an der Entwicklung und Produktion von Rüstungsgütern in anderen Mitgliedstaaten beschränkt die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die Dienstleistungspflicht, Freiheit und die Niederlassungsfreiheit. Nach dem Gesetz der Verhältnismäßigkeit darf eine solche Maßnahme nicht über das zur Erreichung des verfolgten Ziels angemessene und erforderliche Maß hinausgehen. Es ist fraglich, ob es zur Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen erforderlich ist, die Unterstützung der Rüstungsproduktion in anderen EU-Mitgliedstaaten zu verbieten bzw. einem Genehmigungsvorbehalt zu unterwerfen. Und in dem anderen Gutachten wird eine weitere interessante Frage aufgeworfen, nämlich die des Schutzes des Eigentums und einer möglichen finanziellen Entschädigung. Das alles klingt ganz anders als in Ihrem Antrag. In Amerika würden wir jetzt zu Ihrer Interpretation alternative Fakten oder auf Neusächsisch Fake News sagen.
Ist das wirklich das Niveau, auf dem wir uns im Hohen Haus hier debattieren wollen? Nein. Ich stelle daher fest, erstens, Ihr Antrag ist rechtlich höchst fragwürdig. Zweitens, beinhaltet unkalkulierbare Entschädigungsrisiken. Drittens, schadet unserer Sicherheit und dem NATO-Bündnis. Und daher fordere ich Sie auf, hören Sie auf mit dem Tricksen. Machen Sie sich nicht weiter lächerlich. Ziehen Sie den Antrag zurück. Danke für die Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache zu diesem Punkt. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 2697 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Strittig ist aber die Federführung. Deshalb müssen wir jetzt abstimmen. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen wünschen Federführung beim Auswärtigen Ausschuss. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen, also Federführung beim Auswärtigen Ausschuss. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das sind die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen der SPD, der CDU-CSU, der FDP und der AfD. Enthaltungen? Keine Enthaltungen. Damit ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU-CSU und SPD, Federführung also beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Gegenstimmen von Bündnis 90 Die Grünen und die Fraktion Die Linke mit der übrigen Mehrheit des Hauses somit beschlossen, und damit ist der Überweisungsvorschlag angenommen.